Willkommen zurück. Wir haben im letzten Part den Master Key gefunden. Wollen also jetzt einen Dungeon Boss, der sich vermutlich hinter. Ah, schon. Der invertierten Kamerasteuerung ist Bullshit, ne? Der sich vermutlich hinter dieser Tür befindet. Oh, ein paar Herzen, wäre gut. Komfee. Muss ich nutzen. Dann die fangen. Sehr gut, frisch geheilt. Können wir uns dann ihm auch entgegenstellen. Was werden wir brauchen? Ich vermute mal Greifhaken und Eisenstiefel. Die werden am wichtigsten sein. Ab die Post. Ein Unterwasserfight. Das kann ja was werden. Urzeitfisch Octapesco. Hier auf. Oh je, Wasserbomben, Fische. Ich gehe einfach weiter aufs Auge drauf. Habe ich die Phase jetzt übersprungen? Ganz so aus, ne? War während ich schwimme, kann ich ja nicht kämpfen. Deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als mit den Eisenstiefeln hier am Boden zu bleiben. Mache ich hier. Hast du seinen Rücken gesehen? Da ist genauso ein Auge wie eben. Mach es genau wie vorhin. Nimm es mit Ellens Visier, ziehe ich an das Auge rein und schlage dann mit dem Schwert zu. Welche Greifhaken im Schwimmen benutzen? Stimmt, klar. Weil da muss ich ja doch schwimmen. Hoffe, das ist schnell vorbei. Fuck, 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 nein, 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 weg da, weg da, weg da, links. Scheiße, jetzt hat es mich. Ey, an den Angriff konnte ich mich nicht erinnern. Gut, also nicht von vorne. So. Und drauf. Los, Wander. Aber.
erledigt das Ding. Gut. Ja gut, wenn man weiß, wie es geht und ja, und die Attacke mit dem Ransaugen kennt, dann würde ich sagen, ist das sogar bis jetzt der einfachste Boss gewesen. Ist halt nur ein bisschen tricky mit der Kamera, weil die unter Wasser invertiert ist, ne? Aber trotzdem. Und zur Belohnung kriegen wir direkt noch mal ein neues Herz. Und der letzte Schattenkristall. Da ist der ja. Der letzte Schattenkristall. Versprochen ist versprochen. Also gib ihn mir schon, ja? Jetzt schau mich nicht so an. Ich brauche ihn nun einmal. Dafür werde ich dir auch helfen, mit Santo klarzukommen. Ist ja schrecklich, wie der sich als König des Schattenreiches aufspielt. Seine magischen Kräfte sind nicht seine eigenen. Und mit diesem Teil werde ich dir das beweisen. Ist doch in Ordnung, oder? Also, ich habe jetzt, was ich wollte. Tut mir leid, dass ich dich bis jetzt so hin und her gescheucht habe. Also gut, gehen wir? Ja, denke, mehr haben wir auch nicht zu tun. Können wir gehen? Santo. Oh nein, geht das Ganze wieder von vorne los? Santo! Dass du es wagst, dich mir mit einer so altertümlichen Magie entgegenzustellen. Mitna, du törichte Aufrührerin. Wieso nur stellst du dich gegen deinen König? Du willst unser König sein? Dass ich nicht lache und die Magie unseres Volkes wird von dir doch nur schändlich missbraucht. Denkst du etwa, meine Magie sei die alte Magie unseres Volkes? Du überrascht mich. Meine Magie, mit der ich das Schattenreich beherrsche, ich habe sie von meinem eigenen Gott empfangen. Sag, Mitna, hast du schon vergessen? Dieses Tier ist ein Wesen des Lichts, eines jener Wesen, die uns so grausam unterdrückten. Was du auch tust, in ihrer Welt bist du nur ein Schatten und ohne jede Bedeutung. Doch wenn wir diese Welt erobern, werden die lichte Welt und das Schattenreich eins. Für unser Volk ist die Zeit der Rache gekommen
und endlich werden die Schatten auch den lichten Teil der Welt verfinstern. Siehst du es denn nicht, Midna? Alles, was noch fehlt? Bist du. Was ich tue, geschieht nur zum Wohle unseres Volkes. Deshalb leih auch du mir deine Kraft. Du willst nicht? Auch gut. Schicken wir dich zurück in die lichte Welt, nach der du dich so sehr sehnst. Sie ja wieder. Alles. Was hat er mit uns und mit Midna gemacht? Gar nicht gut aus. Link, auserwählter Held. Geh zu der Prinzessin, die im Schloss gefangen ist, im tiefsten Herzen der Finsternis. Nur die Prinzessin kann dir wieder zu deiner wahren Gestalt verhelfen, die dir das Schattenreich geraubt hat. Nein, müssen wir so tun. Ich hoffe, für Midna gibt es auch eine Rettung. Also hat uns Santo wohl die ganze Zeit beobachtet und wusste genau, was wir machen. Jetzt hat er uns die Schattenkristalle abgeknöpft, die wir praktisch für ihn besorgt haben. Aber das werden wir schon hinkriegen. Ich hoffe nur, dass mit Midna auch wieder alles gut wird. Allerdings, das Ding, das sie auf dem Kopf trägt, ist doch auch ein Fragment des Schattenkristalls, ne? Das hat sie allerdings noch. Das ist der Ring. Aber drin habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass heute Nacht noch irgendwas passiert. Ja. Habe ich auch. Ich habe gerade überlegt, wie wir ins Schloss kommen. Da fällt mir ein, Thelma hat doch erzählt, dass es einen Tunnel gibt, der von ihrem Gasthaus ins Schloss führt. Ihre Aufständischen oder so, sag ich jetzt mal. Da in der Gestalt können wir jetzt sicherlich nicht einfach so unter die Füße treten, unter die Augen treten, aber mal gucken, was passiert. Was? Ein Wolf? Verschwinde los! Ja. Gut. Warte! Ah, die Katze von Thelma. Du bist Link, oder? War mir doch gleich klar. Ich bin Luise. Wir haben uns schon einmal in diesem Laden getroffen. Erinnerst du dich? Ich verstehe allerdings nicht, was du mit diesem Auftritt erreichen willst. Wenn du den Menschen so vor die Augen trittst, darfst du dich nicht verwundern, wenn sie dich verjagen. Oh, schon wieder mit Verletzten unterwegs? Ist das eine Art Hobby von dir?
bitte. Wir müssen Prinzessin Zelda. Komm, hier entlang. Über die Dachkammer führt ein Weg in die Kellergewölbe des Schlosses. Ist allerdings ein alter Weg, wird sicher nicht ganz leicht. Und ihr müsst aufpassen, dass euch keine Menschen erwischen. Ja, danke für den Hinweis. Kann ich ja noch vorschieben. Dann machen wir uns jetzt also auf den Weg zu Prinzessin Zelda. Unterschubsen. Dieses Monster auf der Brücke. Man erzählt sich, das hat ein Bekannter von Thelma erledigt. War das etwa dieser Link, der Thelma und ihre Bekannte nach Kakariko begleitet hat? Dass es in Hyrule noch solche Kerle gibt, ehrlich, das hätte ich nicht gedacht. Aber nein, der Junge ist gar nicht aus Hyrule. Man erzählt sich, er kommt aus einem kleinen Dorf in Latoan. Weißt du auch, wer die große Stadt nicht kennt, der kennt auch keine Angst. Wenn ihr sagt... Du erhältst eine Geisterseele. Die Anzahl der Seelen besiegter Geister findest du auf dem Ausrüstungsbildschirm. Ah, danke, dass du den Geist besiegt hast, Kleffer. Ich darf dich doch so nennen, oder? Mich nennt man Giovanni. Aber seit ich Geld brauchte und meine Seele einem Dämon verkauft habe, sehe ich so aus wie jetzt. Meiner Freundin kann ich so nicht unter die Augen treten. Mein Kater Gregor sitzt auf meinem Kopf und ist genauso starr wie ich. Eine Bitte an dich, Kleffer. Kannst du hier rausgehen und 20 von den Geistern jagen, die sich in der Dunkelheit verstecken? Wenn du nämlich meine Seele befreist, die die Geister jetzt haben, dann verwandle ich mich auch in meine frühere Gestalt zurück. Aber so wie es gerade regnet, kannst du nicht direkt rausgehen. Ich mache dir einfach den Zugang zu den Kanälen auf. Wenn der Regen aufgehört hat, gräbst du am besten am Katzenplatz ein Loch an der Mauer, um wieder hierher zu kommen, okay? Alles klar, danke. Ja, und das mit den Seelen, das werden wir, ich werde die mitnehmen, die wir finden, aber ich werde jetzt nicht extra nach denen suchen. Gehen schnell hier hoch. Treffen oder lassen die mich in Ruhe? Der greift an. Und die greifen. Da. Wir den weiter. Nicht. Ah, da können wir uns dran ziehen. Gultula. Ah, direkt noch einer. Mann und Frau oder was? Muss sie nur einmal erwischen. Kriegt sie das nicht mehr so leicht. Ah. Und Fackeln angezündet werden. Sollen wir doch auch mal machen.
Das ist in Legend of Zelda eigentlich nie verkehrt. Waren das alle? Wird doch nicht. Richtig anzünden. Was ist hiermit? Also ich sehe keine Fackel mehr, die angeht. Könnte. Ja, ich einfach nur so. Hm? Komm mal hier. Alle an. Hm. Nein, ich kann beilaufen. Ja, gut. Ich sagen, wie wir hier weiter rauskommen. Ah, dafür ist, brauchen wir das. Warum ist. Nein. Warum ist. Noch ein. Ein Netz. Nehmen wir hier mal. Sieht gut aus. So, kommen wir hier mal weiter. Ach, das kommt mir doch von der Karte her auf jeden Fall ziemlich bekannt vor. Sieht aus wie. Ja. Schaut, wo wir schon mal waren. Von hier aus kommen wir hoch zu Prinzessin Zelda. Alter, ist dein Ernst? Nein, nicht runterspringen. Ach Mann. Was hat er davon? Oh. Nehmen wir hier hoch. Hoffen, dass uns ein Fisch dabei. Nein! Ach, das ist echt scheiße, auf so einem kleinen Platz zu kämpfen, ne? Müssen wir hier die Seile nutzen, da wir nicht auf Midnas Hilfe zurückgreifen können. Aber das hätte auch laufen können. Ah. Wo ich so wieder runterfalle. Nein, hoch, hoch, hoch mit dir. Scheiße! Ah, ey. Kotzt das an. Weißt du? Nein. Da hoch. Ja, genau. Geh da rückwärts lang. Was ist denn los mit dir? Auf so einem engen Ding mit dem als Wolf zu kämpfen, ist echt crap. Was die sich dabei gedacht haben, ne? Aber aus, hätten wir es hier gleich geschafft. Nein! Oh. Ja gut. Oh. Ja, das hätten wir geschafft. Wie es weitergeht, sehen wir allerdings erst im nächsten Part. Bis dann!